Gut, dann einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger und natürlich dem Stereo Trader. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Ganz wichtig an der Stelle. Denn Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Okay, Dirk, ich habe vorhin schon wieder mit der Technik zu kämpfen gehabt, aber ich glaube, ich habe alles jetzt im Griff. Deswegen, bevor doch irgendwas mir um die Ohren, wie sagt man, explodiert, dann übertrage ich ganz schnell, oder? Sagt man das so? Um die Was in die Ohren Ohren fliegen, ja. fliegen, genau. Dann übertrage ich mal den Bildschirm. Und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Das ist doch nett von dir, Nelson. So, Bild ist da. Yes. Sehr schön. So, heute mal Frankfurt. Trotzdem aus Köln. Oh, Moment, ganz kurz, einmal. So, ich musste mich einmal räuspern, nicht, dass hier alle vom Stuhl fallen. So, gehen wir rüber hier auf die andere Kamera und sage dann auch erstmal Moin, Hallo und herzlich willkommen hier zum Live-Trading-Webinar mit FX Flat. Ich freue mich natürlich, wie man sieht, ich hocke schon wieder mit der Mütze da. Wird Ich höher, wollte das gerade konditional. sagen. Ja, ich kann keinen auftreiben, was soll ich tun, ne? Aber das ist halt so, der YouTube-Tutorial, Haare schneiden. habe ich schon geguckt, habe ich echt schon geguckt. Und da steht da so Sachen wie, ja, so, das ist, das brauchst du als Ausrüstung. Ey, da liegen da 10 Dinger, ja, wo ich denke, sag mal, wer hat das denn, ja? Soll ich erstmal hier irgendwie Drogeriemarkt leer kaufen und Friseur, Handwerks, Fachgeschäft? Das kannst du alles vergessen. Also es funktioniert nicht. Und vor allen Dingen, ja, so hat natürlich auch jeder so einen Zweitspiegel zu Hause, der an der Wand montiert ist, wo man sich von hinten sieht und weiß ich nicht was. Das ist ja, hat ja jeder. Also, man sehen wir die Mütze nach, aber es ist besser als ohne, glaubt mir. Ich bin halt nochmal gespannt, wie lange das halt noch geht. Aber wenn es ja hier in Deutschland so geht wie in Österreich und dann wird es ja dann demnächst auch hier, wenn er zumindest die Friseure wieder aufmachen. Na gut, also erstmal Dankeschön, dass ihr alle so zahlreich da seid. Und ist ja wieder richtig was los. Freut mich natürlich. Und jetzt bin ich mal gespannt hier mit dem Markt. Der ist schon viel zu weit gelaufen, dass man da jetzt irgendwie noch, also ich, keine Ahnung, ne? Ich gucke da so drauf und denke nur so, wow, okay. Das war jetzt nicht so mein Plan für heute. Also, dass er so hoch steht, natürlich nicht. Long, ja. Habe ich gestern auch mit dem Thorsten noch telefoniert. Der hat ja auch gerade ein Webinar gehabt. Live-Trading. Mit dem habe ich gestern ein bisschen abgestimmt. Haben wir gesagt, wenn das Ding über 115.000 Tag rausgeht, dann knallen wir morgen da halt in Richtung erstmal 350. Da stehen wir jetzt halt auch schon drüber. Ne? Das müssen wir gleich mal gucken, wie das da an der Stelle weitergeht und ob man da jetzt wirklich so einfach da noch long reinkommt. Also. Ah, mal gucken. Gucken wir es mal an. Schalt jetzt eh rüber auf den Schirm. Ganz wichtig, der Nelson hat schon gesagt, bitte, wenn ich irgendwas handeln sollte, was natürlich der Plan ist, nicht einfach nachhandeln, ne, sondern ich weiß, meistens gehen die Sachen ja auf, aber manchmal, und das war beim letzten Live-Trading-Webinar hier so, da ist es im Live-Trading nicht aufgegangen, aber die Idee hat gestimmt und ich habe dann nachher noch einen Stream dran gehangen. Um dann halt eben zu zeigen, wie man das weiterhandelt, damit es aufgeht. Und da in dem Stream wurde dann auch das X-fache dessen realisiert, von dem, was halt hier dann daneben gegangen ist. Ne? Ich weiß aber, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, ob ich halt Zeit habe, so einen Stream zu machen oder halt nicht. Und deswegen immer ganz wichtig, auch wenn irgendwie das, was ich hier erzähle, oft stimmt, aber trotzdem heißt das nicht, dass der Markt genau jetzt im Webinar entsprechend halt auch so läuft. Wie das halt zeitlich dann eben für den strategischen Handelsansatz dann halt notwendig ist. Ne? Deswegen ganz, ganz
wichtig. So, jetzt muss ich mal gucken. Da haben wir so ein paar Leute auch versprochen, dass sie da sein werden. Bin mal gespannt, ob die da sind. Die können ja mal kurz Hallo sagen. Die wissen ja, wer gemeint ist, ne? Chris zum Beispiel. So, aber ich gehe jetzt mal rüber hier auf mein Schirmchen und dann gucken wir uns den Markt mal an, wie das Ganze hier so aussieht. Oh, meine Kamera ist ein bisschen hell, oder? Oder oben? Mal hier so den Pappel da wegmachen. So. Das ist mein Helligkeitsregler in Form von einem Stück Klebeband. Aber solange es funktioniert. So. So, bei allen der Ton gut, wird gefragt. So, da bin ich direkt mal ganz still. Also, ich gehe mal hier erstmal auf den Stundenchart und jetzt erstmal auch nur auf den Kollegen DAX. Also, 115, ne, das ist halt genau das Ding. Das ist halt ein Volumenpunkt. Ich weiß halt nie, wie viele hier dabei sind, die noch nicht dabei waren und den Handelsansatz kennen, verstehen. Deswegen hole ich da mal ein bisschen weiter aus. Aber generell 115, die Linie gibt es da schon, keine Ahnung, ein paar Jahre. Und alles, was orange ist, ist halt immer ein Volumenpunkt. Das heißt, hier sollte man genau gucken, was dann halt irgendwie auf einer Minute passiert. Und ich kann mein Bild nicht links oben reinmachen, lieber Patrick. Sollte man halt einfach genau gucken, was halt passiert. Und da kommt halt meistens Volumen auf. Und das sieht man ja auch hier ganz deutlich, ne? Also einmal hier abgeprallt, zweimal, dann hier nicht mehr erreicht und hier langsam angelaufen und dann macht es halt einmal so Bäm nach oben. Und das sieht man halt auch schon, dass dann auch entsprechend Alarm war. Auch hier jetzt entsprechend verteidigt, nochmal getestet und direkt weiter geht's. 350 ist genauso ein Punkt. Und die kann man aber auch relativ leicht zuordnen, die 350, dass man die halt mal versteht, zeige ich das hier erstmal kurz im Tagesschart. So, Quatsch, nicht Stundenchart, Tageschart, wo sind wir? Da fehlt doch was. Mal ein bisschen enger zusammen machen hier, genau, ne? Und da sieht man auch hier oben, das war nämlich ja gut, jetzt steht hier 284. Aber halt, ich weiß, dass der Volumenpunkt, dass das Volumen bei 350 war. Und nur weil hier jetzt in 284 steht, das war halt nur der Peak letzten Endes darunter. Und das war hier in 2018, wo es mal kurz runtergegangen ist. Und da hat er, ne, hier aufgesetzt. Und da haben wir jetzt natürlich erstmal grundsätzlich das Problem, dass wir hier so ein bisschen unentschiedene Situationen haben. Wir hatten zwar hier, das sieht man ja auch, ne, in dem Bereich im Tageschart, jetzt hier bei dem Crash einmal kurz drauf aufgesetzt, hat auch deutlich reagiert, aber dann trotzdem durch. So, und jetzt haben wir natürlich hier, der Markt wird halt versuchen, das macht er ja auch gerade, ne, natürlich das hier zurückzukaufen. Das wird natürlich nicht so einfach. Und deswegen behaupte ich halt auch mal, es wird heute Abend dann eher darum gehen, überhaupt hier drüber zu schließen. Also eigentlich über der 350, das hier ist nur der Spike, das sind ein paar Stops, die geflogen sind, das ist aber irrelevant. Relevant ist für meine Begriffe eben die 350, die natürlich dann hier so ein bisschen drüber liegt. Und dürfte so die Aufgabe für heute sein, was der Markt da halt leisten muss oder halt versuchen wird zu leisten, da drüber zu schließen. Dann haben wir auch eine Chance, dass wir da oben dieses Gap überhaupt mal angehen. Das Riesenloch, was wir hier heute oben drin haben. Finde ich aber ganz wichtig, dass man halt hier mal eine grobe Orientierung halt eben auch hat im größeren Bild, damit man überhaupt mal weiß, wo stehen wir halt hier überhaupt. Und generell ist halt so, das ist natürlich erstmal Paritätsumkehr, das heißt, es war mal ein Support, wurde verkauft und ist jetzt massiv schon Widerstand. Auch wenn wir jetzt dann natürlich drüber laufen, ist alles gut und schön, aber so einfach wird das trotzdem eher nicht werden, wie es jetzt gerade aussieht. Und deswegen muss man da halt so ein bisschen aufpassen. Und ich wäre natürlich am liebsten, wäre ich halt hier reingekommen, ich gesagt, ey, alles klar, Long, wir stehen irgendwie über 115 und los geht's. Jetzt stehen wir hier auf 10.400. Das macht die Sache jetzt nicht gerade wirklich einfach. So, und das Maximum ist für meine Begriffe da oben die 483. Das heißt, wenn wir da hinlaufen sollten, nochmal im Stundenchart, das wäre jetzt für mich der nächste Widerstand. Ich weiß nicht, ob man den hier noch vernünftig nachvollziehen kann. Wahrscheinlich, naja, nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, da laufen wir aber auch
auch wenn ich das jetzt hier nicht mehr ganz genau darstellen kann, wo jetzt die 483 herkommen. Wir laufen aber halt hier in so ein Cluster halt rein. Das sieht man ja, ne? Hier war halt ziemlich lange, ziemlich viel halt los an der Stelle. Und das würde für mich bedeuten, sobald wir jetzt hier in die Nähe von der 480 kommen, würde ich tatsächlich eher Short suchen. Weil wir nämlich halt, natürlich sind wir jetzt hier intraday im Stundenchart erstmal ganz fürchterlich long, aber wir kollidieren halt hier mit dem übergeordneten Trend. Und das ist der Grund. Ne? Man sagt ja halt immer schön, the trend is your friend. Die Frage ist immer, welcher denn, ne? Aus welcher Zeiteinheit? Und wo ist da halt eben auch das Ende? Und deswegen muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Das kann halt sein, dass es jetzt halt nicht so einfach wird heute. Und weil wir jetzt hier genau wirklich da halt kollidieren mit dieser ganzen Geschichte und weil wir halt natürlich auch hier eine Stundenkerze haben, ich meine, guck's dir das Ding mal einer an, wie viele Punkte hat die denn? Von 230 jetzt hoch auf 440, fast 200 Punkte. Das ist, da kann man auch nicht eben mal sagen, ja gut, ich gehe erstmal long und orientiere mich an der Stundenkerze, kann man machen, da muss man aber 200 Punkte Stop aushalten. Das ist halt leider das Problem. Ich würde natürlich, wenn er jetzt halt hier nochmal runterkommt, auf die 350, würde ich mir die genau angucken, versuchen, die long zu handeln. Und ansonsten halt hier in dem oberen Bereich, ne, also hier, wo wir den letzten Widerstand halt hatten, da an der Stelle, 300, ne, oder eigentlich, ja, da sind wir aber schon wieder am Anfang von der Kerze, das ist halt das Problem. Ne. Das heißt, dann dort halt irgendwo long. Also hier wäre ein Versuch und da wäre ein Versuch. Aber da muss man halt wirklich, glaube ich, auf Zack sein. Um da halt irgendwo nicht überfahren zu werden, weil von da nach da geht es auch ganz schnell mal halt eben runter. Und wie gesagt, andersrum, laufen wir jetzt auf die 483, gucke ich mir das da oben in Minuten und Tickchart an und versuche dort entsprechend dann dagegen zu halten. Wir haben auch hier, sieht man auch, bin hier im M15 unterwegs, kommen wir hier halt aus zu so einem Pivot. Der passt natürlich auch in etwa dazu. Aber gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Das ist ja noch irgendwie eine Minute bis hin. Und was der Markt da veranstaltet. Ich habe auch hier den Tickchart auch mal drin, weil man da eigentlich immer ganz gut sieht, so wie lange so eine Bewegung halt entsprechend anhält. Mal gucken, hier ein bisschen was einschalten. Geht das hier überhaupt? Habe ich das passend vorbereitet? Mal gucken. Sollte er eigentlich machen, habe ich tatsächlich im Tickchart noch nie versucht. Kommt aber irgendwie keine Markttiefe, warum jetzt auch immer. Das ist halt ein bisschen doof, die müsste eigentlich kommen. Ich frage mich echt gerade, warum nicht. Das war vorhin so eine spontane Eingebung, mal zu sagen, okay, ich mache mal den Tickchart hier rein. Aber irgendwie will der nicht so, wie ich will. Naja, egal. So, mal gucken, ob das Ganze hier funktioniert. Auch nicht. Was ist denn da los? Ich habe aber auch hier wie immer die jüngste Beta immer drauf. Doch, hier habe ich es. So, dann bin ich mal gespannt. Also, erstmal hier was anderes einstellen. Und dann mal gucken, was der Markt treibt. So. Also 350. Müssen wir mal gucken, da hätten wir hier auch jetzt genau den Point of Control. Ja, so viel auch zum Thema Volumenpunkte. Die Marke war natürlich gestern auch schon drin. Und da haben wir jetzt erstmal den POC. Insofern bestätigt sich das jetzt auch erstmal, dass das ein Punkt ist, wo halt ein potenzieller Point of Control sein wird. Den haben wir jetzt auch gerade schon da. Ist zwar jetzt noch früh, das kann sich jetzt natürlich heute noch ein bisschen ändern. Aber generell sieht man ja, dass das passt. Ne? Also jetzt hier gerade um 3 Punkte irgendwie drunter, der Point of Control. Und das passt schon. So, erstmal abwarten, die ersten paar Minuten. Gucken, wie weit er hier kommt. Ich hoffe, es ist alles groß genug, man kann alles erkennen. Wenn nicht, dann bitte einfach Alarm schlagen.
Ne, sofort halt nicht, sondern ich warte jetzt hier mal ab. Wenn wir die kriegen, dann sollten wir im Tick-Chart dann halt irgendwie einen Spike da halt oben drüber sehen. Ne? Also ich habe den auch mal hier als separate Strategie angelegt. Ja, 0,1 ein bisschen untertrieben. Und das heißt hier oben der Punkt, ne, 483. Das heißt, unterschiedliche Strategie bedeutet, ich kann links in dem Fenster jetzt was völlig anderes handeln als rechts in dem Fenster, egal ob Long oder Short, ob gleiche Richtung oder gegensätzliche Richtung. Das sind zwei unterschiedliche Strategien. Das ist ja dieses Feature mit der isolierten, mit der Möglichkeit, Strategien zu isolieren. Deswegen alles, was ich hier links mache, wird hier rechts nicht auftauchen und umgekehrt. Ganz genauso. Das nur mal zur Erklärung für diejenigen, die halt vielleicht den StereoTrader noch gar nicht kennen. Das ist halt eine von den Geschichten, die man damit halt machen kann, was meines Wissens auch sonst wo nirgends geht. So, aber erstmal hier ein bisschen machen lassen, nicht direkt irgendwie da dagegen halten oder reingehen. Erstmal gucken. Die sollte ja schon erreichen da oben. Was ich natürlich auch machen würde, das wäre halt ein Stück weit mitskalieren. Der Stop-Loss ist erstmal aus. Das heißt, ich würde halt mir durchaus auch eine Position mehr da drauf schaufeln. Und das heißt auch ein Stück weit verbilligen. Ich meine, deswegen fange ich auch hier erstmal an mit einer überschaubaren Positionsgröße. Kann hier auf dem Konto locker aber hochgehen bis 5 oder gar mehr. Deswegen mal gucken, wie sich das da oben halt darstellt. Und was natürlich halt auch immer dazu kommt, ist, wir haben jetzt halt hier, ich meine, der Kassamarkt macht auf, irgendwie mit einem ordentlichen Gap halt schon wieder. Und das heißt, das ist jetzt nicht unbedingt dann halt ein Kauflevel. Ne? Also das ist halt eben auch immer mein Ansatz. Ich versuche mich natürlich so ein bisschen da rein zu versetzen, was halt eben die anderen Marktteilnehmer halt treiben. Und da ist halt immer die Frage, wenn jetzt die Kasse aufmacht und da kommt einer irgendwie und will in den Markt und als Beispiel als Käufer, was wird der tun? Der wird ja hier nicht einfach kaufen, weil er sich dann sagt, oh schön, wir stehen hoch, kaufe ich, ist ja schön teuer. Nein, der will ja billig kaufen. Ne? Das ist halt auch, deswegen bin ich halt auch immer eher ein Freund davon, bei einem steigenden Markt dann erstmal runtergehen und dann halt steigen und dann kommt das Ding meistens halt auch weiter. Und das hat sich auch schon ganz oft bewahrheitet. Und das wäre natürlich auch hier mein Ansatz. Und der spielt mir hier natürlich dann auch so ein bisschen da halt logischerweise mit rein, mit den Überlegungen, warum ich halt hier oben, wenn wir in dieses Cluster reingehen, ab der 480, warum ich dann da halt sagen würde, da geht es erstmal in die andere Richtung. Der Olaf fragt, welches Add-on muss ich für die Volumenlinien? Die gibt es nicht im Add-on, kann man nicht im Add-on dazufügen. Die sind in meinem Blog aber jeden Tag veröffentlicht, diese Punkte. So, reagiert hier ein bisschen früh für meine Begriffe jetzt eigentlich schon. Das heißt aber dann aber umgekehrt auch, wenn wir hier vor dem Cluster bremsen, jetzt runtergehen und dann kann man nachher eigentlich, wenn man da halt long reinkommt, sich dann aber auch ein bisschen entspannter angucken, was dann da halt oben passiert und müsste dann auch nicht mehr unbedingt darauf bauen, dass die ganze Geschichte oben allzu deutlich nach unten geht. Außer, wie gesagt, wir laufen jetzt direkt dahin, weil da glaube ich nicht, dass der da unendlich weit kommen wird. Aber wir werden es rausfinden. Wir werden es rausfinden. Und zwar gleich, so wie es aussieht. Also ja, genau. Limit Pullback. Habe ich hier gar nicht voreingestellt, richtig. Den stellen wir mal auf 2. Und für neue Orders auch. Limit Pullback. Der Wert heißt ja nur, ne, wenn das Level getroffen wird, muss er erstmal 2 Punkte jetzt rückwärts laufen, damit die Order überhaupt gefüllt wird. Das heißt, wenn wir halt hier so einen Squeeze durchkriegen, dann wären wir natürlich halt hier viel besser gefüllt. Und das heißt so ein bisschen meine Risikoversicherung in der ganzen Geschichte. Du hast natürlich jetzt auch schon, ne, ist klar, so ein bisschen gewagt, hier jetzt erstmal direkt Short dagegen zu halten. Aber
Wir sind halt ein bisschen zu hoch gelaufen. Das ist halt, um es nochmal irgendwo zu erklären, weil es sind noch ein paar dazugekommen jetzt hier. Wir kollidieren hier einfach mit einer Zeiteinheit größer, nämlich der H1 kollidiert hier jetzt gleich mit dem Tageschart. Und das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Und deswegen was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau. Deswegen habe ich da halt so meine Bedenken, dass es da halt einfach nach oben weiterläuft. Und weil halt hier, wir haben hier bei der Öffnung quasi gar keine Korrektur bis jetzt halt gehabt. Und von daher ist das halt auch so ein Punkt, wo glaube ich eher, dass da halt da oben ein paar Stops erstmal fliegen, dass hier noch ein paar Shorts aufgelöst werden. Und dann sollte der früher oder später halt auch nochmal eine Runde tiefer ansetzen. Da wäre halt eben entsprechend mein präferierter Punkt die 350. Am liebsten natürlich hier auf der 280, ne, so hier am letzten Widerstand, aber das halte ich mal jetzt für die erste Stunde nicht so wahrscheinlich, dass das da kommen wird. Warum ist der Point of Control hochgesprungen? Ja, weil da oben jetzt halt mehr Volumen gedreht wurde, ne, also jetzt hier in den letzten 10 Minuten, als halt eben uns unten insgesamt in der ganzen Stunde davor. Deswegen ist das jetzt hier entsprechend hochgesprungen. Aber jetzt hier kurz vorher drehen, ne, das ist nicht in Ordnung, mein lieber DAX. Du musst schon genau da oben hinkommen. Da sieht man natürlich halt auch hier jetzt so einen Pivotpunkt, ne, das ist dann halt eben dann auch mal 35 Punkte einfach drüber, als wäre er überhaupt gar nicht da. Ist halt ohnehin auch immer die Frage, wie legt man den Pivot an, ne? Also auf welcher Uhrzeit und beziehungsweise welchen Schlusskursen jetzt vom Kassa, vom Future. Wo wäre mein Stop? Mein Stop? Gute Frage. Ja, erstmal, ne, klar, da oben halt irgendwo bei der 500 circa. Ich behaupte aber, weil ich komme aus der Nummer auch raus, wenn ich mich hier nicht wieder verquatsche. Aus der Nummer auch vernünftig raus, wenn ich den Stop ein bisschen höher lege und da oben halt nochmal skaliere. Also eigentlich, ne, könnte ich auch hier machen. Also der nächste Volumenpunkt ist die 5, 6, 8. Das heißt, eigentlich müsste ich den Stop sogar bis da oben hinlegen. Würde ich aber nicht tun. Also da würde ich dann eher abwarten, dann gucken, wie er dann halt irgendwie eine Stunde später dann halt mit dem Markt an der Stelle umgeht und mich da lieber nochmal neu positionieren, als dass ich da jetzt irgendwie ein, zwei Stunden nervös durch die Gegend renne und mir dann angucken muss, so, was macht der Markt denn jetzt? Dann löse ich lieber vorher auf und suche mir nachher dann was Besseres. So, 480, bis jetzt nicht erwischt, so 9:09 Uhr. Ich warte jetzt mal die ersten 15 Minuten ab, mal gucken, wie die ausgehen. Habe ich hier überhaupt, gerade mal gucken, Minutenchart. Ja, noch ein bisschen was. Ist er da? Ich handle ihn zwar nicht, aber so als Orientierungspunkt, also den EMA 200, den ich jetzt hier gerade eingeblendet habe, als Orientierungspunkt, hilft aber dann schon irgendwie zu sehen, wo wir irgendwie gerade überhaupt unterwegs sind. Und deswegen habe ich den jetzt mal kurz reingemacht. Aber wenn jetzt nichts mehr kommt, dann sieht es echt fast so aus, als hätte ich ja oben den Start verpasst. Natürlich auch ein bisschen blöd. Aber dann gucke ich mal, dass ich halt hier mit einem Skyping-Ansatz in einer anderen Zeiteinheit dann jetzt auch noch reinkomme. Aber ich warte jetzt trotzdem, die erste Viertelstunde warte ich jetzt mal ab. Also die 5 Minuten, die haben wir jetzt hier ja schon noch. Um mal zu sehen, was da passiert. Vielleicht kommt ja noch ein kleines neues Hoch, dann wären wir ja genau dabei. Und wenn nicht, dann würde ich dann eher versuchen, dann irgendwie im M5 oder dann halt gleich im M15 in einem passenden Rücklauf halt da nochmal reinzukommen. Wenn ich jetzt Long auf den letzten Drücker habe, könnte schon noch funktionieren. Was ich halt nicht gerne handle,
weshalb ich auch hier gerade echt zurückhaltend bin. Das ist halt Pivotpunkte. Ich mag die Dinge einfach nicht. Der liegt halt auch hier einfach quer dazwischen, genau hier zwischen der Öffnung und der 480. Ich habe keine Ahnung, weil es gibt natürlich ja halt auch genug, die sowas handeln, auch institutionelle, fürchte ich. Und ich habe keine Ahnung, was die damit machen werden, ne? Ob das jetzt halt irgendwie hier nur eine Übertreibung war und wir jetzt dann hier runterziehen oder wird jetzt durchgekauft, das ist mir halt ein bisschen zu ungewiss. Deswegen bin ich hier gerade nicht wirklich motiviert, da auf den Knopf zu drücken, sondern wie gesagt, warte dann jetzt eher nach meinem Ansatz ab, bis die M15, bis der fertig ist und versuche mich dann daran zu orientieren. Treibt mir da eigentlich? Oh, 23, schick. Das ist natürlich heftig, ne? Der hat halt hier auch so einen Punkt. Der läuft halt super brutal nach dem Raster. Also hier 942. Gut, hier, die fehlt jetzt noch, die 396, aber das war halt lange, hat die funktioniert immer wieder als Widerstand. Hier unten auch aufgesetzt auf der 038 mehrfach. Der ist tatsächlich eigentlich gut zu greifen, würde hier dann auch eigentlich ganz gut mitspielen mit der 151, weil das halt auch ein Triggerpunkt ist im DAO. Das heißt, Triggerpunkt, da müsst ihr jetzt erst auch mal drüber schließen, damit es weitergeht. Und das heißt, wenn wir hier einen Überlauf kriegen über die 151, dann wird er auch wieder dahin zurückkommen, bevor es dann einfach so weitergeht. Das spielt natürlich hier eigentlich mit dem DAX soweit ganz gut rein. Das heißt, wenn wir da jetzt noch einen Schub nach oben bekommen, in Form von einer langen Bewegung im Minutenchart oder im Tickchart, dann hat es eigentlich gute Chancen, dann auch mal erstmal zu drehen, entsprechend zu reagieren. Ihr seid so still. Ist meine Übertragung abgebrochen oder seid ihr alle eingeschlafen? Nein, nein. So, ich kann nicht auf alle Fragen eingehen, weil manches ist so ein bisschen zu stereotyper-spezifisch. Ich gucke aber hier die ganze Zeit immer wieder natürlich mit drauf. Also, wenn ihr was habt, dann könnt ihr natürlich. Wir hängen an deinen Lippen und staunen. Ja, passiert ja gerade nichts, ne? Also, von daher, so, alle wach, sehr schön. Wir sind konzentriert. Euro, Estelle, Rakete, echt? Wohin denn? Habe ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber spielt hier auch nicht rein. Also, ich weiß, das machen einige anders. Aber ich gucke überhaupt nicht auf den Euro, wenn ich im DAX handle. Gar nicht. Das ist, ich habe das früher auch mal gemacht, das hat mich eigentlich immer nur irritiert. Und dann habe ich das Ganze irgendwann mal durchgemessen von der Korrelation und festgestellt, es gibt einfach keine Regelmäßigkeit da drin. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, gut, bevor ich mich mit dem Euro verrückt mache, wenn ich dann noch irgendwie rausfinden muss oder analysieren muss, wie der Euro es macht. Und wenn ich dann auch davon ausgehe, es wirkt sich auf den DAX aus, dann werde ich halt irre dabei. Das klappt nicht. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, vergiss den Euro und ich mache den DAX und gut ist. Was mache ich denn mit Öl? Nicht auf dem Schirm haben gerade. Das war ja Hat ein aber Thema lange im gedauert, bis einer das wieder Ja, ne? angesprochen Wieder hat. Finger in die Wunde. Wieder schön in der Wunde rumgebohrt. Wunderbar. Ja, DAX, komm, ich brauche jetzt mal hier ein bisschen Bewegung. Also 15 Minuten ist um, aber es ist halt nichts passiert. So. Ich gucke mal, wie sieht es aus? Auf 15. Ja, das ist halt. Schicker wäre jetzt gewesen, wenn man da halt einmal in Rot beziehungsweise schwarz nach unten reagiert hätten, dann hätte man halt schön ansetzen können. Aber so, jetzt hängen wir echt an dem Pivot hier fest. Ne? Das ist halt, boah, das geht so gar nicht.
Ja, sieht man ja auch, da klebt das Ding halt fest, deswegen mag ich die halt auch nicht. Also vor allen Dingen, wenn hier Eröffnung, und das im DAO ist das ganz schlimm, aber im DAX ja halt auch, wie man sieht, wenn Eröffnung und Pivot zusammenliegen, dann hat man einfach echt keinen Spaß. Das ist halt einfach wirklich blöd. Und auch wenn der jetzt hier nach unten reagiert, rennt auch schnell wieder da oben hin. Also hier könnte man eher versuchen, nochmal long zu scalpen sogar, wenn wir hier einmal drunter kommen, was jetzt hier als Beispiel auf den nächsten Punkt, hier auf das nächste Hoch von vom M15 oder knapp davor, da wäre ich dann eher fast ein Freund davon zu sagen, gut, da gehe ich mal für ein paar Punkte long und gucke mir dann mal an, wie die 15-Minuten-Kerze hier endet. Aber dann habe ich wenigstens mal hier ein paar Punkte mitgenommen, die eigentlich hier auch funktionieren sollten. Erstmal klebt es hier halt jetzt so ein bisschen fest. Nächstes Mal machen wir das am besten um 8 Uhr. Manchmal hat man wirklich um 8 Uhr die wirklich besseren Bewegungen. Das war ja vorhin wirklich schon ziemlich ordentlich. Ich habe tatsächlich sogar vorhin den DAO um, wann war das? Ich glaube, 6:45 gehandelt. Da hat sich aber irgendwie gerade so ein Bild abgezeichnet und gesagt, komm, das kannst du eigentlich mal machen. Aber dass der so weit läuft, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich war da irgendwie nur für 100 Punkte drin und jetzt nicht für, was ist der Kuckuck, wie viel da jetzt seither gelaufen ist. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind ja, glaube ich, 500 Punkte, was der jetzt gerade gestiegen ist. Damit habe ich halt auch nicht gerechnet. Habe eigentlich schon gedacht, dass da halt, dass wir hier, dass er uns noch ein bisschen was übrig lässt hier für das Live-Trading-Webinar, aber nicht so wirklich. Nur hier das, also wenn er das jetzt macht, ist halt einfach auch nur so ein typisches Verhalten, ne? Also wir haben halt hier einen letzten Außenstab, M15, einmal kurz drunter und dann wieder zurück. Das ist normal. Und auch hier so am letzten Punkt halt ansetzen oder knapp davor. Das ist halt, eigentlich ist es halt nur ein Scalping-Ansatz, aber man sieht ja halt auch nichtsdestotrotz ganz oft, dass hier sieht man es ja zum Beispiel halt auch unten in dem Bereich, ne? Das war jetzt nur hier ein kleiner. Doch, da oben, aber da kommt die nächste Kerze dran und dann setzt der gerne halt mal nochmal unten an. Und das ist jetzt nicht so außergewöhnlich oder halt in der Nähe. Ne? Es wird halt immer wieder halt versucht, hier halt auch. Und wäre jetzt auch hier nichts anderes, wenn man das im Minutenchart mal auseinanderbaut, dann sieht man auch hier, ne, das war halt, ich kann das mal einzeichnen, das sind wir hier einfach in dem letzten Widerstand, ne, wo er dann halt durchgegangen ist und das kann schon mal funktionieren. Für so ein paar Punkte und reicht dann, je nachdem, wenn das Timing halt stimmt, dann halt auch, um entsprechend den 15-Minuten-Chart beziehungsweise die 15-Minuten-Bar dann halt auch nochmal in die alte Richtung aufzulösen. Mit auflösen meine ich halt, wenn die 15 Minuten um sind, ich meine, was wir jetzt hier sehen, ist Folgendes, wir haben halt hier einen Außenstab, hier ist die Unterseite vom Außenstab. Und was er halt macht, ist halt immer wieder da reinziehen. Und schick wäre jetzt halt gewesen, aber kann sein, dass er das jetzt auch nicht macht. Hier unten hin, ne, einmal mitnehmen, circa 400 und dann wieder zurücklaufen, hier über die 417 und dann halt die 15 Minuten Kerze am besten über der Öffnung schließen und dann weiterlaufen. Das ist halt so eigentlich ganz typisches Verhalten. Egal in welche Richtung, geht natürlich Short ganz genauso. Und ist auch hier, und das kann man, ne, auch auf mehrere Arten und Weisen erklären, auch was jetzt passiert. Genau das Gleiche. Wir dippen jetzt einmal hier kurz, sind kurz unter die Range hier gedippt und laufen halt wieder zurück. Aber es hätte auch noch gepasst hier drunter. Nur hier sieht man ja, ne, das steht auf der Stelle. Was soll ich denn jetzt hier an dem Punkt hier handeln? Ne? Das ist halt wirklich, also entweder hätte ich gerne hier einen vernünftigen Dip drunter oder oben Short. Aber hier am Nullpunkt, an der Eröffnung, von der wir überhaupt nicht wegkommen hier. Was aber auch klar ist, ne, ich habe es ja eben schon gesagt, weil was macht ein Institutioneller, der eine große Position in den Markt werfen will, der macht hier gar nichts. Das sieht man ja auch, ne? Sonst wird das Ding ja schon woanders stehen. Weil es halt einfach zu teuer ist jetzt erstmal. Ist zwar schön, dass es so hoch steht, freuen sich alle, aber kaufen muss man da nicht.
Wir im Scalping, klar, ne, für ein paar Punkte. Also wir jetzt halt hier irgendwie nur, ja, der Heiko Behrendt macht das jetzt zum Beispiel so, ne, der nimmt sich dann halt so eine Range und handelt die halt. Das heißt, der wäre jetzt hier da schon long gegangen, hier wahrscheinlich jetzt wieder und schon wieder raus und hätte schon mehrfach 5, 6, 7, 8 Punkte da halt mitgenommen. Das ist aber jetzt halt hier jetzt nicht mein Ansatz. Ist aber halt legitim, das so zu machen und ist vom Verhalten her halt auch typisch, gerade wenn wir halt so einen Markt haben, dass der dann die Range nicht einfach so nach unten bricht. Ist halt klar, aber das wollte ich auch hier nicht, sondern ich wollte ja nur einmal kurz darunter, aber selbst den gibt er mir nicht. So, und das heißt, dass ich halt nach wie vor drauf baue, dass wir hier oben die 483 dann kriegen. Das wäre ein kleines neues Hoch. Das wäre dann halt auch ein Austritt aus dieser Range, die wir jetzt hier mittlerweile haben, nach oben. Und da können wir genauso gut wieder zurücklaufen. Von daher wäre das jetzt eher eigentlich mal noch gut, dass es so ist. Jetzt fragt der Steve, wenn es im 15er ein bärisches Engulfing geben würde, wäre das für dich ein Short-Signal? Nö. Also was heißt, kommt immer darauf an, wie weit, ne? Wenn ich im 15 ein Short-Signal kriege, dann suche ich mir auch also klar, ich will ja da rein, aber nicht, um jetzt irgendwie das Ding da halt zu shorten bis Australien, sondern ich will ja eigentlich nur hier auf den nächsten Punkt. Ja? Und das heißt, der M15, da der halt natürlich unter dem H1 liegt, kann ich den M15 auch nur bis maximal bis zur nächsten Stunde dann eben auch handeln. Und zum Beispiel auf gar keinen Fall oder in den allerseltensten Fällen dann über eine Stundenkerze hinaus. Und das heißt, hier ist eigentlich ja mein Punkt, wo ich jetzt erstmal hin will. Das heißt, kriege ich jetzt im M15 irgendwie ein schickes Signal, wäre das hier erstmal mein Exit, weil da will ich eigentlich ja Long versuchen. Und allerspätestens hier unten, ne, an dem letzten H1, an dem Cluster, was wir halt hier sehen, weil das hier war Widerstand, ne, einmal, zweimal, dann gekauft und da fehlt halt der Backtest. Und darüber wird der M15, behaupte ich, wenn wir, selbst egal, was wir jetzt für eine Kerze kriegen, da wird er nicht drüber laufen. Sondern dann wird halt der H1 wieder aktiv. Keine Ahnung, ob das Algos sind oder manuelle Händler, ich vermute aber Algos. Und der wird, da unten werden die Käufer halt wiederkommen. Deswegen wird der M15 da nicht allzu viel ausrichten. Das heißt, der M15 ist einfach im H1 vorbei. Also egal, was da jetzt halt kommt. Aber wie gesagt, klar, wenn wir da jetzt natürlich ein Signal halt kriegen, wo ich halt sage, das sieht nach Verkäufern aus. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich warte auf den M15. Und es wäre schick gewesen, wenn der halt in Schwarz geendet hätte, dann hätte man einfach einen kleinen Rücklauf nehmen können und dann Short rein. So hat er das halt nicht gemacht. Jetzt torkelt er hier halt weiter auf der Stelle rum. Ja, das ist halt, ja, ist ein bisschen mies jetzt, ne? Aber so, man kann sich halt ja nicht aussuchen. Hätte natürlich jetzt sagen können, ja, ich hätte ja auch da oben schon mal irgendwie reingekonnt, ne? Bei der 3 Punkte vorher. Ja. Das war in der Tat dann vielleicht ein Fehler, das zu genau auszuloten und hier um 3 Punkte den Short verpasst. Aber so what? Ich habe mich auch schon oft genug geärgert, wo ich dann irgendwie, gut, 3 Punkte wäre jetzt wirklich nicht das Thema gewesen, das stimmt halt schon, ne? Aber ich habe mich auch schon oft genug geärgert über mich selbst, wo ich dann halt irgendwie 10 Punkte zu früh reingegangen bin und danach so also gedacht habe, ey, du weißt doch, dass die Punkte immer kommen. Und warum 10 Punkte verschenken? Und da muss er halt irgendwie so das Maß so ein bisschen finden. Aber das hier war natürlich dann vielleicht schon ein bisschen doof. Also hier wegen 20, da tatsächlich wirklich nur genau 3 Punkte. Das Hoch war ja bei 480. Das hätte man natürlich schon mal irgendwie mit der ersten Position machen können. Aber gut. So ist es halt. Heißt ja auch nicht, dass es nicht noch kommt. So, weil alle, die die Eröffnung öfters mal handeln, die wissen halt auch, ne, 9:30 Uhr. Da werden die Karten auch gerne mal neu gemischt. Und ich weiß nicht, was das ist. Ist ja irgendwie, wie heißt 9:30 Uhr in Deutschland? Ne? Ist doch Hanuta. Oder, nee, Knoppers. Oder war das Hanuta? Knoppers. Knoppers, genau. Halb, Knoppers. ja, wahrscheinlich haben die dann alle ihr Knoppers und keine Ahnung. Oder sonst was drin im Knoppers und kommen dann halt auf andere Ideen. Und schießen den Markt dann halt in die Richtung und sagen, so, jetzt einmal Knoppers beißen und dann, Leute, drücken wir alle zusammen auf den Knopf. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt schon auffällig. Das werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich wieder sehen.
Und da wird sich das Ganze jetzt mal in irgendeine Richtung dann begeben. Vielleicht kriegen wir halt auch nochmal einen Schub nach oben mit einem kleinen neuen Hoch und ziehen dann halt erstmal rückwärts. Kann auch sein. Aber hier ist 10 Punkte rauf und runter. Das ist natürlich jetzt schon gemein vom Markt. Das ist natürlich echt mies. Der Stereo Trader läuft hier bei mir im MetaTrader 5. Ja, ich habe ja halt auch hier Markttiefe. Das heißt, hier liegt der Future auch dahinter. Und sonst würde das ja gar nicht gehen. Daran erkennt man es natürlich am ehesten. So, noch 3 Minuten, bis der M30 mal fertig ist. Habt Geduld, da kommt schon noch was. Kann ich was zum DAU sagen? Ja, lass aber, Erkan, lass jetzt mal kurz hier die 2 Minuten noch im DAX voll machen. Und ich will ja gucken, dass ich hier jetzt erstmal reinkomme. Und dann gehe ich nachher natürlich auch mal noch auf den DAU ein. Der macht halt die auch, ne? Einmal kurz vorher gebremst. Das ist schon interessant, wie das da heute läuft. So. Das würde ich jetzt halt mal noch abwarten. Also manchmal ist es halt. Es ist halt so, ne? Wir kennen das ja alle. Sich in Geduld üben ist manchmal wirklich die größere Herausforderung im Handel. Auch wenn wir jetzt hier erstmal, ne, man sieht es ja, das ist ja halt schon irgendwie ein bisschen Druck von oben jetzt drauf. Aber wenn man sich mal den ganzen Anstieg da anguckt, dann ist es halt einfach nicht viel, ne? Das ist halt echt zu wenig. Der POC steht auch still. Das heißt, das Ganze, alles, was hier passiert, ist halt auch mit relativ wenig Volumen behaftet, ne? So, jetzt lassen wir den mal hier. Da will ich es erstmal gucken. So, ob der uns da abholen will. Sieht ja erstmal so aus, aber ich glaube halt schon, dass wir halt irgendwo hier die 350 jetzt relativ schnell mal antesten werden. Dass wir dann erstmal auch der bessere Entry, trotzdem kann es sein, dass wir jetzt noch einen Spike kriegen und dann halt nochmal auf Anfang laufen. Deswegen lasse ich den jetzt hier erstmal drin. Und guck mal, was die M30, die Knoppers-Fraktion sozusagen hat. Herrje, DAX, sehe ich denn ernst? Es kann natürlich jetzt auch sein, dass wir jetzt 1 Stunde hier noch auf der Stelle stehen und dann irgendwie viel später das Ganze halt irgendwo angehen. So, jetzt haben wir 39. Okay, so, jetzt hole ich mich wenigstens mal ab hier. Auch wenn es ein Verlust wird. Auch egal, aber hauptsächlich habe ich hier mal einen Trade drin. Jetzt komm. Nelson, mach mal was. Ich kann nichts machen. Geduld. Ja. Geduld. Schau mal. Kam schon. Einmal drauf aufsetzen. Das ist doch nicht wahr, oder? Oh Mann. So, jetzt aber. Gut. So, den ziehe ich mal kurz ein bisschen weg. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal eine Reaktion bekommen oder nicht. So, ich schalte mal hier auf den M15, damit wir den halt auch mal sehen, wie der halt aussieht. So, der hat jetzt erstmal in einer anderen Farbe geschlossen. Muss aber nicht heißen, dass der jetzt halt einfach am Stück da fällt.
Schick wäre natürlich, wenn wir einmal nochmal hochlaufen, da oben bis an die Eröffnung von dem M15 und dann könnte man die ganze Nummer drehen. Also das heißt, hier natürlich ist auch so ein bisschen Scalping-Wunsch-Szenario, ne? Aber wenn wir einmal hier in dem Bereich etwa laufen, gerade ziehen, 37, da wären wir auch wieder am Point of Control. Ja. Also das heißt, wenn wir jetzt nochmal da hochlaufen, dann würde ich das Ding shorten. Aber hier jetzt erstmal gucken, was hier passiert. Kann natürlich auch sein, dass jetzt hier einfach durchfallen. Aber wie gesagt, dann gehe ich halt da unten bei der 350. Gehe ich dann halt nochmal rein. Wir werden sehen. So, sagt der Tickchart dazu. Noch nicht viel. Also ein bisschen was wird ja hier wohl kommen. Boah, der Markt ist ja fast tot. Das gibt's doch nicht. Aber nur fast. Ja, aber es ist doch echt Katastrophe. Mal gucken. Also was man machen kann, gucken wir hier aufs Cluster. Moment, ich ziehe den mal ein bisschen weg. Also hier einmal. So, das ist der Punkt ist schon noch legitim. Bin auch hier erstmal nur mit 1,5 ja ohnehin auch drin. Von daher alles halb so tragisch. Ja, ne, Silke. Ich habe echt immer Glück mit Live-Trading. Ich habe manchmal, steht der Markt einfach. Das ist total. Das letzte Mal war das Timing halt einfach, wo ich so dachte, es kann nicht wahr sein. Ich weiß genau, dass es funktioniert. Und da hat nur das Timing nicht hingehauen. Da musste ich dann ja halt, habe ich ja gerade vorhin schon gesagt, den Livestream da dran hängen, um dann halt zu beweisen, ja, dass das alles seine Richtigkeit hat. Hatte es auch. Aber es ist halt doof, ne? Ich meine, natürlich immer schöner, wenn es dann halt hier irgendwie direkt aufgeht, aber ich kann es halt auch nicht erzwingen. Ne? So. Jetzt kam schon, ein paar Punkte gehen ja wohl noch hier. Unfassbar. Da läuft der 200 Punkte vorher und hier tote Hose. So, und hier in den nächsten Widerstand kommen, also hier die 417, die wir gerade schon hatten, dann ziehe ich den hier auch direkt mal Break-Even. Boah, was ist mit meinem VPS schon wieder los? So, ja, hier kann man natürlich auch irgendwie sagen, gut, ich nehme jetzt erstmal nur die paar Punkte und gut ist. So, es waren ja dann immerhin auch trotzdem hier 20 Punkte jetzt gerade mal, ne? Das ist ja schon okay. So, damit habe ich zumindest den hier oben mal finanziert, wenn er jetzt hinkommen sollte. Also der Ansatz, nur um das kurz zu erklären, nochmal, also hier, ne, das habe ich ja vorhin erklärt. Einmal ein Aufsetzer hier auf den letzten Spike war dann hier, ne, sieht man ja, ich habe vorhin hier alles eingezeichnet. So, und hier kommt jetzt ein Scalping-Ansatz zum Tragen, der eigentlich relativ simpel ist. Und auch meistens funktioniert. Das heißt, wenn ich halt so ein Ding halt habe, ne, eine schwarze Kerze oder rot oder wie auch immer, habe ich halt ganz oft den Effekt, dass wir ab im Rücklauf knapp über die Hälfte, dass dann halt in ein paar Sekunden die ganze Kerze nochmal, also der ganze Kerzenkörper in ein paar Sekunden dann nochmal durchlaufen wird. So. Und da ich halt eigentlich halt auch runter will auf die 350, wäre das halt hier ein möglicher Entry. Mal ausgehend davon, dass er mich jetzt hier nicht komplett veräppelt hat und sondern der Fehler bei mir lag, dass ich halt, dass eben nicht die 483 war, sondern halt die 480. Das ist natürlich der Ansatz, der damit reinspielt. Was mich jetzt hier so ein bisschen stört, muss ich aber halt auch sagen, das ist,
dass die letzte M15 ist halt leider nur ein Innenstab. Ne? Das ist halt so ein bisschen schwierig. So, wir werden es gleich rausfinden, ob das eine gute Idee ist. So, hier übers Hoch drüber erstmal. So, der Markt bleibt auch erstmal stehen hier an der Stelle. Und dann halt mal gucken, ob der Ansatz nochmal aufgeht. Wie gesagt, das stört mich halt, dass wir jetzt eigentlich erst hier unten korrigiert haben und dass es halt eben nur ein Innenstab ist. Von daher kann es jetzt auch sein, dass an der Stelle nicht aufgeht. Dann sind wir hier wieder bei Null. Wäre möglich. Aber ich habe immer noch die 483 da oben. Dann komm hier, die Dachsschwärmerei brauche ich nicht wegen 3 Punkten. So, ein bisschen höher ziehe ich den. Ich habe hier eine Verzögerung wieder auf meinem VPS, das ist wieder unfassbar. So, was haben wir? 9:37 Uhr. Ja, das sieht nicht gut aus für den Short. Ist eigentlich schon viel zu hoch gelaufen. War ich drin bei 37? Das heißt, ich gucke jetzt, dass ich hier einfach irgendwo rauskomme, sobald wir hier nochmal überhaupt irgendeinen Rücklauf kriegen. Aber der Long war gut, ne? Ja, war schon, das war die bessere Idee. Ey, aber das hier läuft zu hoch. Das wird nicht funktionieren. Das wird eher nicht funktionieren. Mein VPS, das geht irgendwie gerade gar nicht. Ihr seht das auch, oder? Dass es halt echt hier so gerade alles ganz fürchterlich hinterherhängt. Ja, ne? So, der war halt zu hoch. Das ist aber okay. Jetzt habe ich nur hier kein Reset gemacht, oder? Ja, es ist ungefähr das Gleiche, was der andere gebracht hat. Hat der gerade wieder gekostet. Das ist aber in Ordnung. Das ist aber so in Ordnung. Ja, Contabo, ne? Reden wir mal drüber. Ich bin bei Contabo. Und der Heiko ist noch long. Das war mir so klar. Das ist doch schön. Ja, Contabo, ne? Am Anfang darf man, glaube ich, wirklich mal offen aussprechen. Am Anfang war das echt super. Super Performance. Alles wunderbar funktioniert. Der Service ist auch gut dort, muss man auch so sagen, kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich ein guter Service. Aber die Leistung von den VPS, das ist ein Witz mittlerweile. Das ist echt einfach nur noch ein Witz. Also, guck ich das einer an, ne? Also, ich weiß nicht, was die da treiben, ob das dann halt irgendwie Absicht ist, so nach dem Motto, neue Kunden kriegen erstmal Performance. Und wenn sie dann halt ein paar Wochen da sind, gucken wir nicht mehr drauf und dann Hauptsache nur noch irgendwie die Masse gemacht. Ein bisschen kommt es mir leider so vor. So, das ist jetzt hier der übliche Schweinkram, DAX, ne, habe ich vorhin schon gesagt, den habe ich jetzt irgendwie auch keine Lust. Und ne, erstmal drüber, dann doch wieder drunter und dann doch nicht weiter. Das ist okay. So, soll er machen. Man hätte jetzt natürlich auch hier irgendwie sagen können, gut, ich gehe kurz vom Hoch, dann halt nochmal. Aber es macht halt, finde ich, überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Guck's mal einer das Ding hier an, was der da halt jetzt hier macht. Ne? Das hier war ein Innenstäbchen der M15. Wir laufen auf die Stunde halt hier raus und die ist ja jetzt schon komplett drumherum um die letzte 15 Minuten Bewegung. Da braucht man zumindest hier drin nicht mehr Short dagegen zu halten. Das ist echt Quatsch. Die 483 würde ich halt jetzt nach wie vor versuchen, falls sie noch kommt. Aber hier nicht. Was alle 2 Monate mit Kündigung drohen? Ja, das ist natürlich auch. Ja, ich verstehe es halt nicht. Ne? Ich glaube, ich habe hier vor allen Dingen die größte Version, die ist da halt irgendwie überhaupt, die VPS-Version, die es da angeboten wird. Zumindest mal, glaube ich, die teuerste. Das liegt an Corona? Nein. Meine Internetverbindung hier ist ja okay. Das ist ja nicht das Problem. Also, sondern das ist halt wirklich der Server. Ich sehe es ja halt an anderen Sachen. An der Performance halt, wenn ich halt dort
halt irgendwelche anderen Sachen mache und dann sehe ich sie halt, dass das hier nicht lokal begründet ist. So, was machen wir? Also 483, gucken wir mal die Stundenkerze hier an nochmal. Na, der hat mich nicht veräppelt. Der kommt noch dahin. So. So, hier sieht man jetzt auf der linken Seite, ne, im Tickchart. So, jetzt sind wir gefüllt. Erst mit dem Rücklauf, die 483 haben wir jetzt. Und den würde ich auch jetzt erstmal länger aushalten. Hoppla. Und da auch ein bisschen mehr Geduld mitbringen, weil er kann schon noch jetzt ein bisschen deutlicher da oben durch spiken. Nee, auch hier die Kerzendarstellung, ne, die hängt halt auch gerade extrem hinterher. Guck mal. Da steht schon längst der Bit und Ask und die Kerze hängt wo völlig anders, ne? Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. So, aber man sieht ja halt hier, ne, wir haben auf alle Fälle Reaktion. Von daher ist die 483 absolut richtig. Muss halt nur mal gucken, wie weit die halt gehen wird. Also ich lasse jetzt hier, ne, das war ich vorhin auch gemeint habe. Ich habe hier zwei isolierte Strategien, nämlich links einmal halt hier im Tickchart und ne, die heißt einfach S2, hier oben steht es ja. Und das ist die Strategie ohne Namen und die sind halt jetzt komplett isoliert. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier als Beispiel noch eine Position aufmache, sehe ich die auf der linken Seite halt auch nicht. Kann ich hier mal kurz demonstrieren. Ich kann mal eine kleine aufmachen noch. Und ne, das sieht man halt hier, ist dann halt nur die 0,5 und hier die 1,0 ist halt so vollständig voneinander isoliert. Das heißt, ich kann also hier zum Beispiel dann irgendwie Scalping machen und hier Positionstrading und kann das komplett unabhängig voneinander halt managen. Ja, auch mit der Stop-Setzung und so weiter. Kann jetzt nicht rumstehen. Gib mir noch ein bisschen was nach unten. So, ne, wenn ich jetzt auch hier zum Beispiel oh, ey, ich kann so nicht arbeiten, ne? Das guck dir das mal an. Was ist denn das für eine Chartdarstellung? Hast du eine Idee, woran ist es wirklich VPS oder ist das gerade hier der MetaTrader? Was sagst du Ich habe dazu, den Nelson? MetaTrader an, keine Probleme im Guck mal, Moment. das ist, ja, aber guck mal, ne? Das ist doch totaler Müll gerade. Guck mal, hier oben hängt der Bit Ask und jetzt da und die Kerze hängt hier. Das ist ja Geldvernichtungsmaschine. Ist natürlich, guck, das meine ich halt, ne? Der Stereo Trader hatte damit auch nichts zu tun, ne? Weil das ist der macht den Ask da, wo er halt sein soll und die Kerze wird ja vom MetaTrader kreiert, ne? So, eigentlich wollte ich euch hier was ganz anderes zeigen. Es läuft ja völlig aus dem Ruder hier gerade. Ich mache mal eine Instanz drüben zu, vielleicht bringt das was. Wenn es der Server wäre, Dirk, dann wäre der Chat schon voll. Ist der was wäre? Wenn Der, ach das so, der. FX-Server wäre, dann wäre Nee, der nee, ich Chat meine ja schon nicht voll. euren Server. Ich meine ja hier den MetaTrader generell. Ja, dann liegt es vielleicht doch hier bei mir am VPS, ich weiß es nicht. So, dann mal gucken. Wir haben jetzt noch irgendwie 15 Minuten, bis die Stunde hier voll ist. Ne, ich lasse den jetzt hier, sieht man ja auch, ich lasse den mal ganz in Ruhe. Also das heißt, eigentlich sollte man es natürlich umgekehrt machen. Das hier ist eigentlich für Scalping und das halt hier für ein bisschen länger. Heiko, bist du das gerade, der mich hier versucht abzuschießen? Kannst du es mal lassen? Das heißt, ich würde halt auf jeden Fall jetzt eine
würde ich halt jetzt, lasse ich mit drin bis zur 568 und skaliere die halt nach oben, ne, und versuche mir dann halt eben nachher in den Stunden danach die größere Gegenbewegung halt mitzunehmen. So, und hier jetzt einfach nur ein bisschen Gegenbewegung und dann ist halt gut, wobei ich jetzt mir hier einen versemmelt habe, weil ich hier eine falsche Darstellung hatte. Aber trotzdem sieht man ja halt, ne, dass, auch wenn es jetzt hier gerade sich im M15 erstmal nicht so wahnsinnig darstellt, aber wenn wir hier den gleichen Effekt nur kriegen wie vorhin, das heißt ein Rücklauf bis an dem Punkt, dann wird man auch sehen, dass nachher halt zur vollen Stunde, also wenn das halt so kommen sollte, dass der Kurs sich entsprechend dann auch hier konzentrieren wird bei der 483. So, aber wie gesagt, den hier, den würde ich halt skalieren. Das heißt, ja, da bin ich ja nur mit einem auch drin. Das heißt, da gehe ich auf jeden Fall hier oben bei der, hier mal die Positionsgröße ein bisschen anpassen. Da gehe ich dann da oben bei der 568. Da ist jetzt auch gerade der, das ist natürlich ein bisschen stramm für die Stunde hier, kann aber natürlich kommen. Das heißt, bis dahin baue ich die Position auf jeden Fall dann halt aus und würde die dann halt eher bis heute Nachmittag dann auch da drin lassen, um dann, wie gesagt, bei den unteren Bereichen da halt anfangen, long zu gehen. Ja, wenn der jetzt hier unbedingt nach oben will, in einer Bewegung soll er es halt machen, dann traue ich dem hier auch nicht hinterher. Also jetzt hier nicht für die kurze Bewegung, ne? Das ist halt okay. So. Weil das sieht so aus, als würde es wieder so ein Ding wie beim letzten Webinar, das hat das Timing hier, gerade nicht mein Freund ist, auch wenn, und da bin ich mir sicher, der Ansatz richtig ist und das Ding auch nochmal aufgehen wird. Ja, aber halt jetzt hier einfach ein bisschen zu viel Motivation auf der Käuferseite soll er machen. Aber dafür habe ich dann die 568 mir halt im Auge. Und hier, das fehlt einfach. Die 350, ne, als Widerstand gekauft, nicht bestätigt, hier einmal nur kurz runter. Der Long ist aber halt echt, den hätte ich ja ruhig mal drin lassen können. Guck das mal an. Das ist natürlich echt übel. Wo war ich denn? 393? Alter Schwede, das wären 150 Punkte. Aber gut. Oder? Ist richtig gerechnet? Ja, ne? Unglaublich. Also Long-Idee war gut. Vielleicht hat ja der ein oder andere da abgeschaltet und freut sich gerade. Während ich mich jetzt hier mit einer Ganztagesposition halt rumärgere. Natürlich mies. Okay. Ja, ich bin noch Long. Sehr gut. Geht alle Long, das ist gut. Das ist gut. Ja, also, den kriegen wir nicht mehr aufgelöst. In der Stunde hier, fürchte ich. Das heißt, fürchte ich, das wird so sein. Ja. Also, das macht gar keinen Sinn. Auch jetzt hier im Mittelfeld werde ich auch keine Position dazugeben, weil dafür bin ich viel zu sehr von meinem Raster hier überzeugt, dass dazwischen halt einfach nur heiße Luft ist und sonst nichts. Ja. Und deswegen warte ich das jetzt halt hier oben ab, bis zur 568. Und baue erst dort die nächste Position halt wieder rein. Wie gesagt, ich skaliere den halt hoch bis irgendwie 5, maximal 7 Kontrakte. Guck mal, in welchem Tempo der da ankommt. Zack, und da sind wir schon. Unglaublich. Oder knapp davor. Da könnte man den jetzt natürlich hier nochmal als extra Position natürlich schon machen. So, das mache ich jetzt auch mal. So, knapp davor. Das ist aber okay. Und hier auch wieder, ne? Das ist. Na, okay. So, aber zumindest habe ich jetzt da mit der einen Sache noch gerade recht gehabt, ne? Dass halt dazwischen einfach nur heiße Luft ist. Das ist auch so. Sieht man ja auch hier gerade ganz deutlich. So, und bei der 568, das ist halt wie gesagt der nächste Volumenpunkt. Das ist jetzt natürlich nicht unbedingt dann Short, ne, sondern das ist halt schon klar. Da muss ich dann halt auch aufpassen, in welche Richtung das Volumen dann halt geht.
beziehungsweise in welche Richtung der Markt sich da bewegt. Heiko, falls du noch long bist, ne, geh raus. Zum Heiko darf ich das sagen. So, hier haben wir auch den R2 aus dem Stundenchart. So, jetzt sind wir in der 568, ganz genau. So, jetzt gucken wir mal, was da jetzt halt passiert. Wenn die auch durchgekauft wird, dann habe ich hier eher ein Problem. So, ein bisschen was gebe ich immer Luft, aber nicht mehr allzu viel. Weil das sollte jetzt lassen, weil dann kann ich das vergessen hier. Dann wird das ein Satz mit X hier, wenn die das Ding durchkaufen. Dann habe ich hier die Karte gezogen, die mit A anfängt. Ja, brauche auch hier nicht ewig festzuhalten an der Nummer. Einmal versuche ich den hier noch. Aber dann ist Feierabend. So, vor allem kommen wir halt hier auch langsam mit so einer Dimension, die dann halt auch nicht mehr lustig ist, ne? Ich meine, noch ist das halt alles okay, aber ich muss jetzt hier nicht unbedingt irgendwie 500 € versenken. Wo mein SL ist, der ist jetzt erstmal, sieht man ja hier, ne? Auf 600. Das heißt, der ist erstmal halt jetzt, sodass jetzt ein bisschen Luft hat, hier auch noch ein bisschen sich zu bewegen. Aber das ist jetzt halt erstmal nur, der liegt jetzt erstmal irgendwo, weil der jetzt halt generell vom Marktverhalten wird es halt eher so sein, dass wir uns dann jetzt nicht über der 483 anpendeln, sondern halt zur Stunde. Um die 568, so wie es gerade aussieht. Und ich lasse ihm jetzt gerade mal ein bisschen Luft nach oben, um dann halt eben mit der Position dann auch noch rausfinden zu können. Also falls wir dann drunter schließen, dann gehe ich davon aus, dass wir dann halt auch einen Rücklauf kriegen. Und deswegen lasse ich dem jetzt halt einfach ein bisschen Luft. Aber wie gesagt, meine Positionsgröße ist hier, ich bin jetzt halt hier mit, also bis 7, wie gesagt, würde ich da halt mitgehen. Aber jetzt auch nicht blind, ne? Wenn das Ding jetzt einfach nach oben weiterläuft, dann lasse ich den halt. Dann ist das halt so. Und deswegen ist halt hier der Stop jetzt erstmal nur quasi im Nirvana, weil ich das halt hier oben, das sieht schon so ein bisschen nach Phishing aus an der Stelle. So, weil hier passiert ja ein bisschen was, ne? Sieht man ja auch jetzt. Da sieht man ja auch, das ist halt das Problem, wenn man halt irgendwie größere Bewegungen halt haben will, dann muss man halt echt kerngesund sein manchmal. So, gucken wir mal hier den letzten kriegen. Hier zumindest mal ein Skype, beziehungsweise den kann ich aber auch direkt hier dranhängen, weil das hier auch wieder nur ein kein neuer Außenstab ist. So, gar nicht so einfach heute, ne? Aber schon möglich, dass wir da halt jetzt nochmal einen Schub kriegen nach unten. Weil er schon so ein bisschen schnell gegangen ist. So, was man hier. Na, ich warte mal kurz. Einmal kurz warten. Gucken, was hier drin ist. Ein Trail. Straight. Nee.
Schalten wir mal um auf TA6. Das heißt, hier würde dann halt der Tickchart Trail aktiv werden mit einer Distanz von 5 Punkten, wenn er da runterkommt. Wenn er da runterkommt. So, was man. Moment, gehe ich gleich drauf ein. Sagen wir 56. Ja, da ist halt eigentlich nichts, ne, wo wir hier gerade stehen. Das ist halt so. Hier ist die VA, das heißt also die Value Area. Hier ist halt das High von der Value Area. Deswegen habe ich auch hier den Trading Stop aktiv. Zack, da wollte ich sagen, da sollten wir eigentlich hinkommen. Das ist eigentlich der nächste relevante Punkt. So, ich mache jetzt gleichzeitig Folgendes. Auf der linken Seite nehme ich die 2,5 nochmal raus, ne, und habe den Trade jetzt erstmal hier ordentlich im Plus. Hier läuft der Scalp noch. Ne, sieht man ja jetzt, obwohl der Break-Even jetzt halt hier unten ist, nicht der Break-Even, sondern der erste Entry war ja hier unten bei der 483. Die zweite habe ich mit 2,5 hier oben bei der 569 gekauft. Und das ist jetzt halt mein rechnerischer Break-Even von der ganzen Nummer. Und da liege ich jetzt halt hier erstmal ganz gut vorne. Ne? So, war ein bisschen anstrengend. Aber. Sieht so aus, als hätte sich ja doch noch gelohnt. Und guckst dir das eine an, hier die 5, 6, 8, ne? Also, ich glaube, besser beweisen kann ich das nicht mehr, dass das halt absolut seine Richtigkeit hat mit den Volumenpunkten, weil das ja schon massiv, was da gerade an Gegenwehr kommt. Quatsch, es ist ja im 15, aber im H1 wird man es halt auch sehen. So, und infolgedessen auch hier richtig erstmal rauszugehen. Ne? Wir tauchen hier gerade in die VA nochmal ein. Deswegen habe ich den halt auch hier jetzt erstmal weggemacht, den zweiten Entry. Und falls wir nochmal hochlaufen, würde ich mir den nochmal holen. Und wenn nicht, lasse ich den jetzt einfach drin. So. Hier in der Stundenkerze, das sieht man es ja jetzt. Und da. Achtundfünfzig, noch 2 Minuten. Das hat hier genau, das ist so im Nirgendwo. Ne? Das heißt, deswegen, auch wenn wir jetzt hier nochmal die 5, 6, 8 kriegen sollten, würde ich auch die zweite Position, die ich eben gemacht habe, auch nochmal aufmachen. Und ansonsten, wenn wir jetzt hier auf der 4, 8, 3 oder knapp drüber stranden, löse ich das Ding erstmal auf. Das wäre jetzt halt hier so mein Ansatz. Guck dir das mal an, wie das hier runterkommt. Das ist doch schick. Das ist doch jetzt echt wenigstens schick. Ein bisschen gedauert, aber auf jeden Fall okay. Was ich hier gesehen habe, bin ich vorhin auch mal kurz nervös geworden. Ja klar, ne? Weil wenn ich dann halt jetzt hier plötzlich dann irgendwie die Positionsgröße auf, aber es das heißt nervös geworden und ich bin halt muss dann halt schon aufpassen, ne, und muss dann halt auch seine Kriterien dann halt setzen, wo man dann halt sagt, gut, das war eine doofe Idee. Und wie lange man dann halt eben dabei bleibt, ne. Klar. Also die Nummer hier auf jeden Fall, wo stehen wir? Ja, ne? Das ist okay. Hier war jetzt ein bisschen doof, weil ich da halt vorhin echt mit der Darstellungsproblematik halt rumgeradert habe. Ne? Aber hier jetzt umgerechnet sind es halt jetzt 59 Punkte, wo das halt vorne liegt. Und hier war ja am Anfang einmal plus, einmal minus. Und der letzte ist aufgegangen, der davor nicht. Aber das passt schon. Das passt schon zusammen. Und ist demnach auch in Summe positiv. So, wenn es auch ein bisschen anstrengend war. So, der Heiko, guck an. 10, 5, 6, 8. 10, 5,
79, du sollst short gehen da oben, Heiko, habe ich doch gesagt. Du sollst da oben nicht long handeln. Guck dir erst mal an, was du jetzt verpasst hast. Mensch, Mensch, Mensch. So, jetzt stehen wir hier, talken wir hier auf dem pH rum. Ich mache jetzt mal Folgendes. Also pH ist oft ein netter Rücklaufpunkt. Ich mache jetzt mal Folgendes. Ich mache den jetzt erstmal dicht hier. So, ne, Klingelton verrät uns, das Ding ist plus Ausgang, aber ich habe es ja auch gerade gezeigt. So, damit wir hier jetzt einfach einen Abschluss haben. Ne, weil man es jetzt hier sieht, habe ich ja auch gerade gesagt, wenn wir irgendwo über der 483 oder da in der Nähe, dann gehe ich da raus. Ich war jetzt nur ein bisschen langsam hier mit jetzt irgendwie 10 Punkte verschenkt, aber ich glaube, das kann man verschmerzen. So, weil wie gesagt, weiterer Ansatz, denk mal, ist klar. Nochmal da hoch, nochmal Short. 483 lasse ich in Ruhe, 350 Long. Alles andere halte ich für wenig interessant. Hast du ein tägliches Ziel und hörst dann auf? Man sollte es eigentlich haben, ja. Das ist schon richtig, weil oft ist es so, wenn man dann zu viel macht und dann kommt halt nur noch Blödsinn bei raus. Ne? Das kennt bestimmt auch irgendwie jeder. Also ich habe jetzt Nein, hier. Ja? nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, dein tägliches Ziel ist im Moment, einen Friseur zu finden. Das stimmt. Ja, das ist mein tägliches Ziel, das ich nicht erreiche. Deswegen bin ich jeden Tag aufs Neue frustriert gerade. Ja, zu lustig. Nein, also mit das Ding, ja, das kommt mit da halt echt immer so drauf an, was hat man halt vor, ne? Hat man halt irgendwie ein Konto? Also was ich halt gerne halt mal halt immer wieder mal mache, ist halt mit einem kleinen Konto halt ein konkretes Ziel zu setzen und dann halt aufzuhören. Wenn aber der Markt dann halt an einem Tag natürlich mitspielt und dann ist es dann halt tatsächlich schwer aufzuhören oder beziehungsweise macht es auch oft gar keinen Sinn. Ne? Das ist halt immer so, aber wenn man halt eben, wie soll ich sagen, halt relativ konservativ handelt, Heiko, das ist ja so einer, ne? Der ist da auch der richtige Ansprechpartner einfach dafür. Und wenn man es halt aufs Konto abstellt und einfach wirklich nur Daytrading macht, ohne jetzt halt irgendwie ein Kontoziel, das sorry, ich lese hier die Kommentare, das kann alles nicht wahr sein. Und wenn man dann irgendwie sagt, 0,5% bis 1% am Tag, ist super. Ne? Und wenn man ein Konto hat, kommt auf die Größe an. Ne? Ich meine, wenn ich 1 Million auf dem Konto habe, mache 0,5 am Tag, habe ich 5.000 Euro verdient. Ne? Und aber selbst bei 100.000 Euro Konto, was natürlich auch noch richtig viel ist, sind 1% halt auch noch 1.000 am Tag. Und das muss, also macht schon Sinn. Ne? Vor allen Dingen, man hat halt, also das ist halt meine Erfahrung, wenn ich sowas halt mache, wo ich dann sage, so, okay, ich habe halt irgendwie ein konkretes prozentuales Tagesziel, man hat halt echt seine Ruhe. Ne? Also man macht dann irgendwie morgens so eine Stunde, zwei und nachmittags eine Stunde, zwei und ist dann halt fertig. Ne? Und das ist schon sehr entspannt eigentlich. Der Heiko, ich muss nur gerade lachen, weil der Heiko hier geschrieben hat, das Problem habe ich nicht mehr mit dem Friseur. Ja, das stimmt. Allerdings habe ich auch schon überlegt, ne, ob ich das, aber ich traue mich nicht. Bin ich nicht mutig genug dafür, hier den großen Rasierer auszupacken. Und ach so, auf den Daumen wollte ich ja noch kurz eingehen, ne? Sorry, jetzt wollte ich gerade schon hier dicht machen, den großen Rasierer auszupacken und da, na wie heißt's? Ich muss mal hier kurz umschalten und den anzusetzen und da Vollgas zu geben. Da fehlt mir irgendwie dann doch der Mut dazu. Ich bin sofort wieder da. Ich hier gerade gucken, dass hier nichts irgendwie drin ist, was da nicht hingehört. So, aber da bin ich wieder. Ja. Ach so, die Frage war, ne, jetzt wo man es hier gerade irgendwie sieht, wie lange das Add-on noch dauert für meine treuen Premium-Members. Ich hoffe wirklich, dass also es ganz ehrlich, ich mache seit Wochen, Monaten nichts anderes als an diesem Add-on programmieren. Ich kann es nicht mehr sehen. Ne? Und klar, ich habe zwischendurch ja meinen Kleinen noch gehabt hier, mit dem ich das Homeschooling gemacht habe, aber trotzdem bin ich halt einfach die ganze Zeit halt dran und es killt mich und ich bin wirklich eigentlich guter Dinge, dass das diese Woche soweit ist, spätestens, was heißt spätestens, oder wenn nicht, dann halt nächste Woche,
dass man damit halt starten kann. Und werde dann halt auch ein eigenes Webinar dann auch dazu machen und werde euch entsprechend dann auch informieren. Der Ingolf sagt gerade, nie Geldwerte als Ziel, immer Punkte definieren. Das ist eigentlich richtig. Also das schreibe ich, ne? Das Ding ist nur, man kann ja, wenn man halt zum Beispiel ein Konto jetzt irgendwie von, was weiß ich, 1000 auf 10.000 handeln will als Beispiel, kann man es ja trotzdem auch in Geldwerten definieren, wenn man halt die Position entsprechend, die Size mit skaliert. Es kommt ja im Endeffekt aufs Gleiche raus. Und das heißt, klar, wenn ich dann halt, wenn ich dann aber immer nur irgendwie mit einem Euro pro Punkt unterwegs bin und jetzt ein Denkfehler, also das Beispiel, 1 Euro pro Punkt, klar, dann habe ich einen festen Geldbetrag, aber komme prozentual halt nicht mehr hin. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, prozentual, ja, weil ausgehend davon, dass meine Positionsgröße auch auf das Konto, dass da halt eine, dass das auch in Relation zueinander steht, ergibt natürlich ein prozentuales Ziel aufs Konto betrachtet, ist dann auch gleichbedeutend mit einem Punkteziel. Das ist ja, ergibt eigentlich ja das eine das andere. So war das halt gemeint, ne? Aber von daher ist das natürlich schon richtig. Ja, klar, Psyche, das ist natürlich halt so das große Ding, ne? So bei mir wird es immer komisch ab, irgendwie fünfstellig. Das ist irgendwie nicht mehr meine Baustelle. Das ist, ich weiß auch nicht. Aber da hat ja jeder seine eigene Schmerzgrenze. So, ich gehe jetzt mal auf den DAU ein. Was das Add-on ist, wird hier gefragt. Das ist halt letzten Endes, kann man sich da halt, so eine Kurzfassung, ne, ich habe jetzt hier einfach mal links und rechts geklickt. Man sieht halt das, was ich halt zeichne. Also nicht nur in meinem Blog, sondern eben auch tagsüber. Und kann man sich dann halt hier einfach per Knopfdruck in den Chart beamen. Und da wird es auch noch einiges drüber hinaus geben. Und ich werde auch nur einer der ersten sein, die das halt ausprobieren. Aber das wird dann halt eben für die Premium-Leute. Aber nicht nur, es wird auch ein, wie soll ich sagen, es wird auch ein Angebot, also jetzt gerade für solche Webinare, werden wir das halt auch nutzen. Vorausgesetzt, es läuft erstmal sauber. Dass ich nämlich, ich kann dann halt hier alles, was ich hier zeichne, kann man dann eben auch in den Webinaren kostenfrei in seinen Chart mitzeichnen lassen, automatisch. Ne? Das ist halt dieses Add-on und ist halt eben auch zur Trade-Begleitung, halt eben alle Kommentare und so weiter, kommt auch alles da rein. Dann passiert das alles nicht mehr auf Facebook oder in WhatsApp, Slack, weiß der Geier, wo sowas überall gemacht wird, sondern es passiert dann nur noch hier drin. In Echtzeit und natürlich wesentlich aufgeräumter. So, aber ja, deswegen brauche ich auch hier zum Beispiel, letzter Zeit hat man ja gesehen, nichts mehr zu zeichnen. Also das heißt, ich habe das hier, diese Analyse, nennen wir es jetzt mal, hier die Triggerlinien, die liegen bei mir im MetaTrader 4 auf einem ganz anderen Server und ich habe dieses Add-on und das heißt, ich zeichne die hier gar nicht, sondern ich schalte mir die hier einfach nur ein, weil die von dem anderen Server hier rüber gebeamt werden. Und deswegen habe ich die auf Knopfdruck, habe ich auch hier genau das Bild aus meinem Blog jetzt auch sofort drin, ohne dass das jetzt hier mein Chart aus meinem Blog ist. Aber generell zum DAU, auf den wollte ich mal kurz eingehen. Hier oben wird es rot. Ne? So, das ist aber noch ein paar Meter bis dahin. Was man jetzt hier erstmal sieht, deswegen muss ich das ein bisschen kleiner machen, ist, wir haben jetzt hier erstmal. Gucken, wo sind wir da relativ? Ja, doch, es kommt schon hin mit der 1, mit der 23.151, ne? Weil hier ist ja halt so ein, die letzte Aufwärtsbewegung, bevor es halt richtig runterging, die größte eigentlich. Und die versucht er jetzt hier irgendwie gerade zu knacken. Das wird nicht so einfach werden, das wird auch wahrscheinlich, fürchte ich, nicht gelingen. Also nicht im ersten Anlauf. Und deswegen muss man halt hier halt auch ein bisschen aufpassen in dem Bereich. Also von wegen weiter long, glaube ich, nicht so ohne weiteres dran. Wird man wahrscheinlich auch im Tageschart halt sehen, weil man darf halt eins nicht vergessen, ne? Hier von 23.200, ab da kamen die Verkäufer, die nochmal 5.000 Punkte runterverkauft haben. Und mit denen legt man sich jetzt hier gerade an. Und das sollte man halt irgendwie nicht unterschätzen.
Und aber Intraday haben wir halt hier auch. Ich meine, die Linie sieht man in meinem Blog. Was mir fehlt, ist die 22,3 Entschuldigung, 396. Nein, ist kein Corona-Husten. Ich habe einfach nur Trockenhals zum Reden. Die 22,396, die hat ja die ganze Zeit super funktioniert. Da fehlt mir aber halt auch ein Backtest. Das heißt, da könnte es schon sein, das ist natürlich jetzt erstmal eine Monsterstrecke. Das muss jetzt auch nicht heute sein, aber da darf der schon nochmal früher oder später irgendwie dran hin zurück und sich da nochmal abstoßen. Und das halt von dort dann auch nochmal versuchen. Ansonsten hat sich jetzt da hier, Sekunde, was sich hier jetzt intraday ergeben hat, ist du nicht. Du hast dich nicht ergeben. Ist folgendes, was man jetzt hier ja sieht, das war gestern übrigens super einfach zu handeln. Ähnliches Bild nämlich hier unten mit der 942 und das ist genau das gleiche gab es auch im DAX bei der 850. So, hier Widerstand, Widerstand, Widerstand. Und gekauft 22.750 etwa. Das wäre eigentlich ein schicker Punkt, der heute noch mal funktionieren könnte. Und direkt darunter sieht man dann halt auch, ne, wenn man sich das halt mal in Wellen als Beispiel denkt und jetzt das Beispiel das halt mal so zeichnet, nur um das mal zu verdeutlichen. Und ich mache das ein bisschen dicker. Dann sieht man Folgendes. So, dass wir hier halt einfach jetzt erstmal eine Aufwärtsbewegung haben. So, und wenn der Markt, ne, soweit ist das ja okay. So, wenn der Markt jetzt aber, also ich mache das jetzt halt hier auch, ohne vorher drauf geguckt zu haben. Aber das sollte passen. Und hier fehlt so ein kleines Stück, ist nicht schlimm. So, und es wäre sowas von nicht außergewöhnlich, wenn der Markt dann halt irgendwann nachher mal irgendwann sowas macht. Ja, und das hier einfach nochmal testet. So, und das wäre ein kleines neues Tief. Typisches kleines Stop-Phishing. Und nicht mehr, nicht weniger. Und von daher wäre das absolut legitim, wenn wir so eine Bewegung dann halt hier kriegen. Die muss jetzt nicht so laufen, ne? Aber wenn es dann nochmal runterkommt, deswegen ist halt die 753 sollte reichen für einen Impuls nach oben. Also jetzt irgendwie so eine Zwischenbewegung halt, weiß der Kuckuck, ne, vielleicht nochmal dahin oder so. Und falls nicht, oder falls halt nur bis dahin geht, dann wieder runterkommt. Und deswegen ist die 396 aus, auch weil es hier, erstens, weil wir hier, weil es das Tief ist, die letzte Welle halt hier nach unten. Zweitens, weil es ein kleines Phishing wäre, beziehungsweise einfach nur ein Stück weit attraktiver. Drittens, weil das hier einfach der massive, der Punkt war, der halt in drei Anläufen nicht gebrochen werden konnte. Nummer eins, das hier war der typische Hut. Den ignorieren wir einfach mal. So, Nummer zwei, an der Stelle, ich hoffe, man kann es erkennen. Nochmal, ja, also an der Stelle hier Nummer eins, Nummer zwei, das vergessen wir. Nummer drei, ne, hier auch immer, muss immer, ich gucke halt immer darauf, wo sind halt die Schlusskurse. Und hier sieht man ja auch, ne, die 396 war vorher schon da und da schließt die Stunde. Ich mache es mal noch ein bisschen größer. Nee, muss auch schon rüber fahren, Herr Hilger. Die Knöpfe hier lerne ich auch noch irgendwann. So. Also, was man halt sieht, ne, ist hier ziemlich genau. So, dann die Stunde steht genau drauf. Stunde steht genau drauf. Von daher sind solche Spikes egal. So, und hier haben wir halt, das war ja nur der Nachläufer quasi von dem Gebilde, haben wir dann hier auf der Seite. Das war ja nochmal der Versuch, damit irgendwas anzufangen. Und nichtsdestotrotz sieht man auch hier relativ genau, da kommt dann auch die längste rote Kerze im Stundenchart. So, und deswegen ist es natürlich ein super interessanter Punkt. Und, den man heute oder morgen irgendwie im Auge behalten sollte. Und weswegen ich die auch noch mal dreimal besser finde als jetzt hier die 753. Wobei, wie gesagt, die sollte auch funktionieren, aber das sind halt für mich jetzt, so finde ich, die zwei Punkte, die jetzt halt heute und morgen irgendwie am sinnvollsten sind. Und natürlich auch hier unten noch die
21.942, falls es halt nach unten übertrieben wird, aber dann wäre der Trend hier eigentlich kaputt. Nur solange wir die Geschichte hier machen, in dem Bereich bleiben, egal ob jetzt da oben aufsetzen oder da unten, da ist halt die Aufwärtsbewegung jetzt erstmal intakt. Wie weit die kommt, weiß ich natürlich auch nicht, aber das halt mal so generell vom Ansatz her ist das, glaube ich, irgendwie der richtige, wenn man es halt irgendwie in Trends aufdröseln möchte. So, nun aber, habe ich euch lange genug vollgequatscht. Ist ja schon irgendwie Viertel nach, in anderthalb Stunden sind wir hier schon dabei und es sind noch, der größte Teil ist tatsächlich noch da. Ist natürlich schön, dass ihr das hier mit mir zusammen durchhaltet. Ich habe jetzt gar nicht mehr den DAX im Blick, aber ist jetzt auch egal. Also hat er auf jeden Fall, das hat ja gepasst mit der 568, mit der 483 dann halt nicht so ganz. Aber war ja dann auch wieder, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man halt sieht, ne, solche Volumenpunkte sollte man sich merken, weil die entstehen ja bei mir auch einfach nur in der Vergangenheit. Ich gucke einfach, wo war das Volumen groß und ist ab dort ein Trend geknackt worden. Also ja, ist der Punkt halt dann relevant. Und das hat man ja gerade sehr deutlich gesehen. Und was man auch gesehen hat, was ich halt auch immer wieder mal halt irgendwie gerne mache, das ist halt eben skalieren. Man muss halt ja nur wissen, wo und nicht irgendwo mittendrin und weil da irgendwie gerade was weiß ich was ist und sondern halt einfach gucken, dass man halt dann so eine Nummer, wenn man sie skaliert, so wie ich es eben gemacht habe, die ja auch dann schön aufgegangen ist, dann aber trotzdem seinen Exit definiert, aber das ist auf jeden Fall, sage ich halt immer, ein Thema, womit man sich irgendwie durchaus befassen kann. Ich gucke mir gerade mal irgendwas dazu kam. Der Long war super, ja. Ich weiß, der war gut, ne? ja, der Long Entry, ne? Naja. Shit happens. Aber ich glaube mal, im Gesamten konnte man es ja nachvollziehen. Vor allen Dingen, das Entscheidende ist ja immer die Punkte, ne? So, manchmal braucht man halt eine Glaskugel, um zu wissen, so, wie es jetzt direkt weitergeht. Aber im Endeffekt muss ich ja nur wissen, wo irgendwie, wo der eine sagt, ich will nicht mehr und der nächste sagt, ich will aber doch. Das heißt, wo die Bullen und Bären aufeinandertreffen, und da kriegen wir halt Bewegung. Und das hat ja halt gepasst. Und auch insgesamt ist jetzt ja auch positiv ausgegangen. Das ist ja auch gut so. Ja. Und das ist natürlich ja auch mein Ansporn hier. Und damit ich eben nicht nochmal halt einen Stream direkt dranhängen muss. Gut. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und der Heiko hat am 15.04. ein Webinar, schreibt er hier. Gerade Heiko Behrendt, also hier für die kurzen Ansätze, für die, ich verknall, was ich gerade sagen wollte. Nein, also Heiko ist für die, also solche Geschichten wie eben halt, ne? Also der Heiko handelt halt dann solche Ranges. Und bis halt eben zum Anschlag und so weiter. Und das ist halt so sein Ansatz, ein ganz kurzfristiger, keine großen Bewegungen. Und der macht das schon viel, viel, viel länger als ich und auch viel, viel, viel besser als ich, auch wenn er immer das Gegenteil sagt. Aber das stimmt schon so und den kann man sich angucken. Also wie gesagt, am 15.04. um wie viel Uhr, Heiko, steht das hier dabei? 15 Uhr. 15 Uhr am 15.04. Gut. Also, schreibt es euch auf. Bei FX Flat findet ihr es auch garantiert in den Veranstaltungen. Auf der Stereotrader Facebook-Seite auch. Da sind solche Sachen auch drin. Und ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Dann sage ich mal an der Stelle danke, Nelson. Danke an FX Flat für die Veranstaltung. Natürlich danke an die ganzen Teilnehmer hier. Das war ja wieder exorbitant viel heute. Schön, dass ihr alle da geblieben seid oder fast alle bis zum Schluss. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder werdet es schnell wieder, wie es neuerdings auch heißt. Nein, ich sage einfach, bleibt gesund. Und wir sehen uns garantiert irgendwie in Kürze nochmal auf diesem In Kürze, Kanal. sehr gut. Sag einfach mal keinen. Du hast das wunderbar gesagt. Ich brauche da gar nichts mehr hinzufügen. Ich bedanke mich natürlich auch. Danke, Dirk. Und du hast schon richtig gesagt, nächste Woche Mittwoch, Webinar mit Heiko. Jetzt am Donnerstag ist der Stereo Trader auch unterwegs mit Thorsten Helbig, ganz früh am Morgen, 7:45. Und ich würde mich freuen, wenn Sie natürlich an beiden Webinaren teilnehmen. In 2 Wochen sehen wir uns wieder, Dirk, da mit Live Trading und Herr Helpdesk. Ja, bis dahin viel Erfolg, bleiben Sie gesund und passen Sie auch für die Position auf. Dankeschön, tschüss. Danke, ciao.